begrüße euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei Pro Evolution Soccer 2016 in unserer Karriere hier in der Bundesliga mit dem SV Werder Bremen. Wir spielen wie immer mit dem Patch von PES Galaxy. Einfach mal in die Beschreibung. Dort ist der Link dorthin. Dort könnt ihr euch das Ganze runterladen. Und ja, beim Runterladen gibt es dann eine README-Datei und in der steht alles drin, wie ihr das Ganze installiert etc. Und dann könnt ihr die Bundesliga bei PES 2016 dank den Jungs von PES Galaxy auch selber spielen. So, was gab es bei uns das letzte Mal? Es ging gegen die Bayern, es gab ein 0-0, das war soweit in Ordnung. Wir konnten auf jeden Fall mit dem Ergebnis leben. So, und jetzt haben wir hier natürlich ein paar Angebote, als ob Santiago Garcia jetzt nach solchen Angeboten geht. Beim Garcia 9 Millionen, Junusovic 5,5 Millionen. Was sind das bitte für... nee. Und für Inier 10 Millionen? Nee. Wir behalten die alle. Wir bauen da auf dieser Mannschaft auf. Heute geht's gegen den VfL Wolfsburg. So, und wir laden unsere Aufstellung. Ja, die wird sein. Aber ein anderes Trikot wollen wir nehmen. Sonst sind wir ja wahrscheinlich farblich etwas aufgeschmissen. So, passt das schon besser. So. Ja, also, tabellarisch ist das soweit alles noch sehr eng zusammengerückt. Wir sind zwar jetzt vor diesem Spiel auf dem vierten Platz, allerdings stehen die Chancen gut, dass wir relativ schnell wieder nach oben kommen. Oh, das schifft einfach hier. Wie, das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. In Mitteldeutschland ist Sauwetter. Aber absolutes Sauwetter. In Wolfsburg kübelt's. Und wie? Hoffen wir, dass Gott nur Freudentränen lacht, dass er dieses Spiel mit angucken darf. Und hoffen einfach mal, dass das Ganze für uns gut ausgeht. Ach, die Platzwarte, Platzwärter, wie auch immer dort, ohne irgendeinen Hut oder so, ohne eine Mütze Sauerei. So, wir gehen rein in die Partie. Wolfsburg empfängt Werder Bremen. Die Wölfe in grün-weiß von links nach rechts gegen Bremen in blau. So, dann schauen wir mal. Das wird natürlich keine einfache Aufgabe, das ist ja klar. Und dann mit dem Regen hier noch, dann wird der Computer richtig beansprucht. Weil ich nämlich auch gerade hinterher noch, oder nebenbei noch ein bisschen was render. Eieiei. So, naja, schauen wir mal, was den Bremern heute gelingt. Oh, eigentlich ein böses Foul dort von Schäfer. Schiedsrichter lässt das durchgehen. Pfeift die Aktion nicht ab. Jetzt der lange Ball der Wolfsburger. Wiedwald ist da, köpft raus. Aber abseits. Jo, geht klar. Das müsste... Wer ist denn das dort im Sturm? Die Aufstellung der Wölfe jetzt mir gar nicht im Voraus angeguckt. Das können wir gerade nochmal schnell machen. So. Die Wölfe spielen vorne mit Bastos, dahinter Schöle, Draxler, Caligiuri, Gustavo und Giavugi im Mittelfeld und in der Verteidigung Schäfer, Dante, Naldo, Virinha im Tor. Nationalspieler Benaglio. So, dann gucken wir mal. Die Bremer Defensive hat ja zuletzt, und das hat sich auch gerade gegen die Bayern bewiesen, standgehalten. Also, man hat da wirklich den Härtetest bestanden. Und jetzt muss man halt auch heute in solchen Spielen zusätzlich gucken, dass man in der Offensive punkten kann. Sind mal gespannt, ob den Bremern das gelingt. Kucha. Junusovic mit Arons. Geht auf die Außenbahn. Da ist Fokier und da rutscht der Ball zu weit weg. Kleine Kommunikationsprobleme auf der rechten Seite mit Arons und Fokier. Sind natürlich noch nicht allzu lange bei uns im Verein. So, da haben die Wolfsburger eindeutig einen Foul gesehen. Schiedsrichter lässt aber auch das durchlaufen. Arons mit dem Ball auf Junusovic. Schade, wenn er hier spielt mit. Gute Idee. In der Umsetzung leider Präzisionsmangel. Aber es ist ein ausgeglichenes Spiel bis hier. Jetzt die Wölfe mit Bastos. Der ist da vorne, lupft das Ding über Wiedwald. Und die Wölfe führen 1-0. Da haben die Abstellende in der Bremer Innenverteidigung mal so gar nicht gepasst. Und Bastos macht hier das 1-0 für den VfL Wolfsburg. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Das ist groß mit dem Fehlpass. Arons kriegt den dann nicht. Und dann, ja,
Da hat sich Vestergaard zu sehr auf die Seite verlagert und Bastos macht das dann überragend. Wiedwald hat da keine Chance, den Ball abzuwehren. Und der VfL Wolfsburg führt hier mit 1-0. Gucken wir nochmal. Schöle mit dem Ball nach vorne und dann, ja, Vestergaard, dann ist der Abstand einfach zu groß. Und Bastos ist frei durch. Wiedwald kommt raus. Bastos sieht das und dann mit ganz viel Gefühl, aber bitte mit Sahne, über Felix Wiedwald. Und so steht es jetzt hier. 1-0 für den Gastgeber. Für die Wölfe. Die hier natürlich versuchen, den Bremern das Leben so schwer wie nur möglich zu machen. Kutscher verliert den Ball fürs Erste, holt ihn dann wieder Arons. Er kriegt ihn leider nicht. Wolfsburg hat wieder den Ball. Aber die Bremer holen ihn sich wieder mit Groß. Da draußen ist Ucha. Johansson. Ah, will den Doppelpass mit Ucha. Gut verteidigt. Ballbesitz wieder der Wolfsburger. Und diesmal gibt's Freischuss. Langer Ball nach vorne. Vestergaard. Ja, gut, der gewinnt seine Kopfballduelle standardgemäß. Selten, dass er da mal einem Gegner eine Chance lässt. Ucha gegen Dante. Ucha ist relativ schnell auf die ersten paar Meter. Dante kriegt es trotzdem im Verbund mit Schäfer geregelt. Und die Wolfsburger spielen das klasse. Bremer haben halt noch ein paar Ungenauigkeiten drin. Vestergaard, den müsste er haben. Hat er auch. Und dann der Seitenwechsel. Mit ein bisschen Risiko, aber sie kriegen es dann rausgespielt. Aber die Wolfsburger mit ganz starkem Pressing, das sehen wir hier. Gucken wir mal, also hier stehen wirklich 5 Wolfsburger unmittelbar an der Bremer Abwehrkette dran. Ucha, oh, das war sehr gut. Da sieht er Junusovic, da sieht er Junusovic. Da drüben ist Johansson. Junusovic bleibt am Ball, aber verpasst den Moment des Abspiels. Ucha, Anthony Ucha, Ucha, schade, gute Chance für Werder, schade, wenn Junusovic denn da eher spielen kann, Ucha aus 20 Metern, da fliegt Benayo, wäre höchstwahrscheinlich dran gewesen, wo kommt Ucha da dran, da kommt Ucha sogar dran, da kommt Ucha sogar dran, der Mitte Johansson, Tor! Was macht Benaglio? Was macht der Schweizer Nationalkeeper Diego Benaglio in dieser Situation? Den No-Look-Pass nach außen spielen wollen und dann Ucha läuft einfach dazwischen. Dante viel zu unaufmerksam. In der Mitte ist keiner bei US-Boy Johansson. Und der aus 12 Metern locker lässig in den Pfosten rein. Sehr stark von Ucha, dass er dann hier sofort den besser postierten Johansson sieht. Und der lässt Benaglio keine Chance. Bremen ist zurück in der Partie. 1:1, auch wenn dieses Tor auf eine sehr kuriose Art und Weise hier gefallen ist. Tor ist Tor. 1:1 zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Nach 35 gespielten Minuten. Wolfsburger zaubern aber hier noch ein bisschen. Vor allem Berinja. Der ist dafür bekannt, technisch ein ganz hervorragender Mann zu sein. Setzt da bestimmten Spielzügen gerne mal die Kirsche auf. So, Junusovic, ja, da muss er aufpassen. Da muss er aufpassen. Dost! Sucht auch sofort den Abschluss nach dem Pass von Gustavo. Ball geht allerdings rechts am Kasten vorbei vom Keeper aus. So, also Abschluss für die Bremer. Die hier trotzdem noch nicht ganz drin sind und noch ein bisschen hier nach dem Schlüssel suchen. Wie es denn gehen soll. Nicht ganz ohne Risiko, was sie da machen. Bekius. Bekius, da läuft Johansson. Naldo ist aber zur Stelle. Macht das gut. Dante. Und
so lösen die Wolfsburger das spielerisch sehr hervorragend. Das war richtig gut gemacht. Kombinieren sich da mit vielen wunderbaren Pässen nach vorne. Jetzt Schöle auf der Außenbahn. Bringt den Ball in die Mitte. Da ist Bastos, der schießt. Und da ist Wiedwald. Sehr gut gehalten. Wolfsburg macht hier weiter Druck. Und da ist das 2-1. Aus der zweiten Reihe Luis Gustavo. Zieht ab und lässt Wiedwald keine Chance. Eiskalt. Verwandelt von Luis Gustavo, dem Ex-Münchner. Und dann lassen sie sich von den Fans feiern. Gucken wir mal, was haben die Bremer hier falsch gemacht? Das war stark gehalten von Wiedwald. Das war ein überragender Reflex. Junuzovic geht hier nicht konsequent zum Ball. Da draußen ist Beckschuss doch ausgerutscht. Dann hier der Ball auf Gustavo und dann mit dem Rechten wuchtet er das Ding rechts unten rein. Und lässt Wiedwald mal überhaupt gar keine Chance. Caligiuri lässt zwei Leute stehen. Calves wird stehen gelassen. Und dann ist der Ball drin. 2-1. Luis Gustavo. Und der Ball hat gesessen. Bremer bemühen sich hier noch. Ucha. In die Mitte. Da ist wieder Johansson. Bisschen zu weit der Ball. Bisschen zu weit und dann ist Halbzeit. Der VfW Wolfsburg führt nach 45 Minuten mit 2-1 gegen den SV Werder Bremen. Ist die bessere Mannschaft, weshalb das 2-1 in Ordnung geht. Bremen hat bis auf eine Torchance, die auf einen Fehler von Diego Benaglio zurückgeht, nicht wirklich was zustande gebracht. Gucken wir mal, ja. 4-2 Torschüsse. Die Wölfe haben mehr Ballbesitz, wobei sich das, ja gut, 51-49 gleicht sich aus. Aber sie haben eine bessere Passquote. Bremer mit einer Passquote von 75%. Ja, also es ist noch nicht alles Gold, was glänzt bei den Bremern. Und die Wolfsburger machen hier sofort weiter. Sehr aggressiv spielen sie da. Naldo. Draxler. Ja, Wugi Draxler. Oh, das ist wunderbar, wie die spielen. Das ist wunderbar, wie die spielen. Foul von Groß. Da wird er wahrscheinlich die gelbe Karte für sehen. Genauso ist es. Genauso ist es. Ja, keine zwei Meinungen. Auch wenn Dost sich ein bisschen spät entscheidet, zu Boden zu gehen. Es war ein Foul, ja. Dem folgenden Freistoß entsteht dann jedoch nichts erstmal. Ja, Johansson kommt nicht ran. Luis Gustavo. Schürrle. Ja, Westergaard, das war wichtig. Aber trotzdem, die Bremer beim Aufbauspiel nicht auf der Höhe. Da sind viel zu viele Ungenauigkeiten. Und die Wolfsburger spielen es nach vorne natürlich überragend. Caligiuri lässt da wieder seine Gegenspieler stehen. Das ist ja unfassbar. Die machen hier einen Trick nach dem anderen und lassen den Bremern da keine Chance. Johansson mit Berkius. Der versucht, den Ball mal in die Mitte zu bringen. Da ist Ucha. Der Ball landet aber bei den Bremern. Aber sie machen nichts draus. Sie machen nichts draus. Johansson wird der Ball da ohne weiteres abgenommen. Schürrle. Den lässt er mal liegen. Groß, diesmal fair, kein Foul. Aber viel, er verliert den Ball dann und spielt den Fehlpass. Und auch hier. Da geht Junuzovic nicht konsequent entgegen. Wolfsburg mit vielen Direktpässen. Bastos wird geschickt. Aber die Bremer können das jetzt mal gut verteidigen. Und jetzt der Ball auf Ucha. Ucha. Wo ist der Mitspieler? Wo ist mal der Mitspieler? Ucha, nee, so wird das nicht. So wird das nichts. 64 Minuten sind gespielt. Die Bremer müssen was machen. Funktioniert nicht viel. Funktioniert nicht viel. Die Wolfsburger zaubern hier ein ums andere Mal. Kein Foul.
Johansson. Mal durch. Johansson gelegt. Kein Foul. Also der Schiedsrichter lässt ja auch unfassbar viel durchgehen. Und die Bremer auf den letzten Metern nicht konsequent genug. Junusovic, er macht den nicht rein. Hä? Wie schießt Junusovic diesmal vorbei? Johansson legt den zurück, dann Caligiuri ist zu nachlässig, das ist kein Foul. Und dann Junusovic frei vor Benay und er schießt sie vorbei. Warum? Puh. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund es hier nicht 2-2 steht. Das war eine hundertprozentige Chance von Zlatko Junusovic. Und er lässt den liegen. Chancenverwertung bei den Bremern wird wahrscheinlich ein Thema. Die wenigen Chancen, die sie hatten, da haben sie leider auch nichts draus gemacht. Und im Aufbauspiel ist das, was die Bremer machen, leider nicht gut. Freistoß. Gucken wir nochmal Schäfer. Ja. Foul von Ahrens. Geht in Ordnung. Dante gegen Ucha. Aber der kann sich körperlich nicht durchsetzen gegen den Brasilianer. Mourinho mit Caligiuri. Der war nach vorne, aber da ist Wiedwald. Ucha. Das mal stark gespielt. Da ist Santiago Garcia. Santiago Garcia. Leg ihn irgendwo hin, den Ball. Leg ihn irgendwo hin. Er landet nirgendwo. Er verliert ihn, wird körperlich abgedrängt. Aber jetzt mal Ahrens. Oh, und dann ist Benayo da. Bastos. Trash. Konterchance für die Wölfe. Bastos. Da ist er durch. Dann das Foul. Schiedsrichter lässt weiter laufen. Vorteil abgewartet. Pfeift es nachträglich erstmal nicht ab. Vielleicht gibt es da nochmal ein Nachspiel. Ucha. 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 Nicht drin. Bremer erarbeiten sich jetzt mehr Chancen, aber es reicht nicht. Mit Tempo vorbeigezogen Arnaldo. Dann der Schuss, aber zu ungenau. Weiter 2-1 für Wolfsburg. Gute 10 Minuten vor dem Ende dieser Partie. Zlatko Junusovic. Mit Pizarro. Immer noch Claudio Pizarro. Immer noch Claudio Pizarro. Und dann wird er auf den letzten Metern gestoppt. Schäfer. Macht er sehr stark. Macht er sehr, sehr stark. Und diese Ballsicherheit der Wölfe ist hier natürlich auch sehr, sehr wichtig. Darf man nicht vergessen. Sie spielen hier richtig guten Fußball. Garcia ist komplett ausgepumpt. Aber will es nochmal wissen. Und dann so ein Fehlpass. Und dann so ein Fehlpass. Kommt Ucha dann nochmal ran. Ucha. Ball landet bei Berkius. Die Flagge da hinten ist Claudio Pizarro. Schade. 2 Minuten Nachspielzeit. Das wird's wahrscheinlich gewesen sein. Das wird's wahrscheinlich gewesen sein. Der VfL Wolfsburg schlägt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit den SV Werder Bremen mit 2-1 in einer Partie, in der Bremen nicht wirklich eine Chance hatte. Weil die Wolfsburger im Endeffekt die konsequentere, effizientere und besser fußballspielendere Mannschaft waren. Die Bremer mit sehr vielen Problemen in der Offensive, sehr viele Präzisionsprobleme haben es nicht geschafft, die Pässe an den Mann zu bringen. Ja, und das war der ausschlaggebende Grund, warum es dann eben heute nicht gereicht hat. Die Wölfe gewinnen verdient mit 2-1. Und dann halt so Sachen, Junusovic steht komplett frei vom Kasten. Ich drücke auf ganz normal schießen. Aber das Spiel denkt sich halt, okay, du schießt den mal zur Eckfahne. Damit lässt Werder Bremen unfassbar wichtige Punkte liegen. Die Spitze jetzt punktgleich. Bayern, Dortmund und Schalke jeweils mit 50 Punkten. Dahinter dann die Bremer mit mittlerweile 4 Punkten Rückstand, weil man aus den
letzten Partien eben nicht ganz so viel mitnehmen konnte. Waren aber auch schwere Gegner, muss man auch dazu sagen. Tja, aber trotzdem, es hat nicht gereicht. Wir gucken mal. Ja, das waren aus den letzten 4 Partien 3 Punkte. Muss man so sagen. Deswegen, ja. Gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Transferfenster wird geschlossen. Heißt dann keine weiteren Verhandlungen. Ich denke mal, wir müssen auch nicht irgendwas noch machen. So, und für heute würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit Pro Evolution Soccer 2016. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zusehen und würde sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es heißt Pro Evolution Soccer 2016 mit Werder Bremen. Ich bin raus, Leute. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und wiedersehen. Tschüss.